So, hallo. Wir machen weiter bei Deltarune. Ich habe keinen Ton. Ah, never mind, ich habe Ton. Ich habe nichts gesagt. Und das letzte Mal haben wir im Prinzip storytechnisch das Spiel abgeschlossen. Haben also Queen besiegt und jetzt sind alle Rekruten hier angekommen. Ich habe zwei Speicherstände angelegt, weil wir müssen nochmal in die Cyberworld zurück. Da gibt es noch einiges zu erledigen. Trotzdem gehen wir jetzt erstmal hier die ganzen Gespräche durch, die es jetzt hier gibt. Wir machen einfach das der Reihe nach. Wir fangen ganz unten an. Wobei hier wahrscheinlich nichts ist. Stabil. Wir fangen einfach ganz rechts an und gucken mal, was sich alles so getan hat. Das ist nichts Neues, ne? Don't ask what I've been training for. Ja. Hier kommen wir nicht rein. Sims wird sich in der Video wieder öffnen. Bla bla. Okay. So. Hier sind Dinge passiert. This place is a great deal. All kinds of new customers. Want a free sample? Just $4.99 to try a bite of these clothes. Ah, jetzt sind die Werbefritzen auch hier angekommen. Looks like it costs money just to have a free sample. Richtig. Who did this to my mannequin? As your prince, I demand someone fix this. This is anybody listening? I was listening. Don't yell that from across town. Hey Lancer, hi Susie. Ja, schön, dass es Lancer wieder gut geht. Da kriegen wir auch sicherlich gleich ein interessantes Gespräch. I'm a worm, I don't understand taxes and values. Okay. We're building up the area to be a bit more bot-like. The pondmen will be happy too. Okay. Play music. Ach du. Ah, hier kann ich alles spielen. Ja, Rules Card bitte. Aber geht es jetzt nur 4 Sekunden oder haben die das wirklich auch länger? Okay. Ja, gut. Die hat ja mal diesen Gag, dass sie nur 4 Sekunden Musik machen. Lancer. Good song. Good song. Good song. Okay, talk. Nice town, Chief. I think we're gonna like it here. Cool city. And thanks, you can listen to all sorts of songs here. Don't think it'll be cheap, though. It's free. What? Okay. See ya, smell ya, hear ya. Und ich merke gerade, ich habe 5000 Gold. Ich habe 5000 Geld. Ich hätte mir durchaus noch die bessere Verteidigung kaufen können. Dann wäre vielleicht der Schlusskampf etwas leichter gewesen. Aber hey, haben wir nicht gemacht. Ja, es hätte ja 1000 für jeden gekostet. Hätte ich mir durchaus noch leisten können. Okay, hier ist tatsächlich nichts mehr. Gut. Oh, welcome home. Things have changed again here in Quiztown. I wonder if she'll be back. Hey Boss, we're just reminiscing about fighting you. Haha, that's right. What a horned girl, I never got to see her. Ist jetzt was. Ja, hier sind jetzt auch neue. Haben wir neue Challenges? Das würde Sinn ergeben. Who's the tall, dark and kinda creepy person? You mean the Werewire? Noch ein Text? Nein. She wants to rub her face in it. Their neck just looks so fluffy. So like I care. Ach so. Okay. Looks like it won't forgive you for sparing it. Das tut mir jetzt leid. Unless you can beat it in a fight. Ja, kriegen wir hin. My power level is falling behind the others. All I can do is now is gasp and comment on the battle. Comment on the battle. I'm Battles Master, ask me about Battles. Oh, kennen wir alle schon. Wiedersehen. So, gibt's neue Challenges? Yeah! Task Manager says: Winning's as easy as ABC. You've got 3 chances, Boss. Ab geht's. Thank you.
Ja, wie CD? Ach so. Okay. Oh, 250. Okay. Interesting. Next. Tension Gem. Chapter 2 All-Stars. Oh, das klingt gefährlich. Wir gucken mal rein. Round 1. Sind das jetzt alle hintereinander so? Ich meine, die sind ja eh müde, dann können wir defenden. Dann können wir defenden. Und dann können wir sie zum Archiv. Nee. Ach, ich konnte gar nicht alle einschläfern auf einmal, ne? Das ging. Ah, das war mit der anderen. Das war mit der Dings. Stimmt. Ja, egal. Machen wir es so. Aber kommen jetzt alle Stück für Stück nach? Also alle, aber ich meine, so die einzelnen Gegner waren ja nicht so schwierig. Wenn jetzt nicht die Bosse dazukommen, dann komme ich klar. Also wenn da jetzt nicht die Bosse dazukommen, ist alles in Ordnung. Ja, okay, jetzt kommen die nächsten. Deswegen habe ich nämlich auch TP aufbauen wollen, dass wir da gleich besser vorgehen können. So, was wäre denn am schlausten? Lock. Sie macht S-Action auf ihn hier. Er macht R-Action auf ihn hier. Easy. Und die sind jetzt auch jeweils die Hälfte. Okay, passt. Ah, ich hätte allerdings den oberen schon rausnehmen können. Das war vielleicht nicht ganz so smart. Muss ich gestehen. Das war vielleicht nicht ganz so smart, aber ist okay. So, dann sperren wir jetzt ihn hier. Zack. Dann machen wir S-Action auf ihn. Und dann können wir den auch schon sperren. So. Zack, jetzt ist nur noch einer übrig. Noch mal schön TP aufbauen. Und dann können wir den auch sperren. Oh, können wir nicht. Ups. Gleich können wir den sperren. Take care. Und dann sperren wir ihn. So, wer kommt jetzt? Die Farbtypen? Ach, die Katzen erstmal. Und die Mäuse. Okay. Task. Petting hat gereicht, glaube ich. Ne? Dann machen wir hier wieder das gleiche. S-Action auf die andere Task. Und er macht R-Action auf die Maus. So. Ja, nichts Wildes. Nix Wildes. So. Dann sperren wir die Katze. Dann S-Action auf die zweite Katze. Dann sperren wir die zweite Katze. Dann haben wir wieder diese Mäuse-Dinger hier. Aua. Aber getroffen worden. Ich kann es ja so probieren, wenn es nicht klappt, mache ich S-Action und dann können wir sie aber auf jeden Fall sperren. Aber vielleicht erwische ich sie ja mal. Yes!
Geht doch. Easy. Easy going. So, weggesperrt. Und jetzt die Farbtypen. Jawohl. Okay, der eine ist schon rot, der passt. Den gelben machen wir auf rot. Indem wir 2 Stufen hochgehen. Den da hier. 2 Stufen hoch, dann wird der auch rot. Und den blauen machen wir einfach rückwärts auf rot. Das müsste ja auch funktionieren. Jetzt weiß ich nur nicht, was S-Action in dem Fall war. War es jetzt warmer oder colder? Ah. Ich bin mir unschlüssig. Wenn ich es falsch mache, ist auch egal. Dann gehen wir halt in die andere Richtung. So, er ist rot. Oh, jetzt wird er grün. Ah, das ging hin und her. Ja, das war jetzt Schwachsinn. Never mind. Ist egal. Das war jetzt ein bisschen schwachsinnig. Okay, so. Aber jetzt können wir dann nämlich den hier codifyen. Und dann sollten wir die alle sperren können. Ach, es geht nicht in die andere Richtung. Ach, scheiße. Ja, never mind. Ich muss es also in die andere... Okay, ich muss es also nach oben machen. Ja, okay. Ja, dann war das dumm. Also dann so. Dann so. Und dann heilen wir hier halt mal einfach alle, weil warum nicht? Achso, ich kann nur einen heilen, ne? Aber wäre es sinnvoll zu heilen? Ja, Wales selbst wäre sinnvoll. So. Geht es dann überhaupt über Rot hinaus? Wahrscheinlich geht es dann gar nicht über Rot hinaus, ne? Also ist es dann trotzdem möglich, auf 2 Stages höher zu gehen? Ich probier's mal aus, weil dann könnte ich jetzt wirklich sperren. Please. Ja, perfekt. Okay, also es geht nicht höher als rot und es geht nicht weiter runter als blau. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, die wechseln durch. So, dann hätte jetzt die normalen Gegner hätten wir jetzt alle durch. Ich hoffe, die Bosse kommen nicht auch noch. Ah, okay, die, okay, Final Round, die Werewires noch. Ja, gut, meinetwegen. Also die Werewire. Meinetwegen, das ist okay. Das ist kein Problem. E-Cold. S-Action. R-Action. Die dauern halt jetzt ein bisschen, aber das macht nichts. Das kriegen wir schon. So. Geht es irgendwie schneller? Wie tough? Plus 16. Plus 12. Ah ja, das war jetzt effektiver. Okay. Yo. Yo. Holy shit. Dann acten wir wieder mit Susie. Und mit Welsie heilen wir Susie. Okay, die Attacke ist frech. Oh mein Gott, die Attacke ist richtig frech. Wir machen so weiter. Jetzt heilen wir mal Chris.
Ja, die Attacke ist besser. Damit komme ich klar. So, 81%. Okay, eine Runde nochmal durch, dann sollten wir alles haben. Jawohl, der ist jetzt auf 100%. Ja, die Attacke ist okay. Sehr schön. Dann fangen wir an, den nächsten zu aktivieren und sperren den ersten weg. So. Ah, jetzt trifft mich das plötzlich. Was ist das denn? So ein Quatsch. Ja, jetzt geht's halt wieder los. Der gleiche Quatsch. Okay, be tough. Und du heilst Susi. Die hat das dringend nötig. Gut, easy. So, jetzt können wir wieder komplett durchacten. Tough und R-Action. 16 und 12. Ach, komm schon. Ja, komm, mach mal nochmal. Sollte schon passen. Und dann fehlt nämlich nicht mehr viel. Alter! Das war knapp. So, jetzt sind wir nämlich bei 88. Jetzt kann man Schluss machen. Wir machen einmal Act, Be Tough und dann kann Noel sie sperren. Huh! An amazing battle. As promised, here is your reward. Tension Gap. Bist jetzt zufrieden? Okay. Habe ich ja gerade gemacht. You defeated all the challenges. I have nothing more to teach or give you. But you're welcome to get some practice in. Ja, nee, passt schon. Okay, so, was ist Tension Gap? Raises TP by 50% in battle. Nice. Aber wann soll ich denn diese Items jetzt eigentlich noch einsetzen? Ist es eher dann so für Chapter 3, wenn man sozusagen weiter, wenn man diesen Ding weiter nutzt? Was wir jetzt ja können. Ab jetzt können wir den hier ja weiter nutzen. Thanks for getting rid of Queen. Yeah, this form is much cooler, so I'm keeping it. Ah, bringt hier alles nichts mehr jetzt. Wollen wir auch nicht. Many fresh faces in town, I see. It warms this old fluff to see such hope. I was even surprised to see the queen again. Same as ever. Well, aren't we all? Okay. Ciao. So, dann können wir mal hier hingehen. What a wonderful place, thank you. This town, not that restaurant, it looks weird. I'm not going in. Hattie's happy to see so many new faces. Happy's Hattie. Hattie. Ah, hier ist wieder Lancer am Start. Mamma mia, I was rejected from the cafe. What can I do now? Price? Nothing. What? Price? Mamma mia, as long as the purple girl is by your side, there will be no prizes for more. Mamma mia. Who cares, well, she can make me a cake. But my uniqueness as a baker. Don't mind my pastries are a little extra salty today, everyone. Okay. Oh, I'm Chef Lancer. Try my delicious hand-formed cookies. They are free for a price. Ja, hab ich schon, ne? Genau. Okay. Well, well, welcome to Top Bakery. I am this bakery smith, Malleus. I do not know what I change this for. Stimmt, wir haben überhaupt nichts gefused. Wir haben das überhaupt nie genutzt.
Aber wie hätten wir es auch nutzen können? Wir waren ja nie hier. Jetzt könnte man zum Beispiel hier Zeug draus bauen. Machen wir das doch mal. Let's feel my technique. You got silver card. Okay. Wir haben das nie genutzt. Das ist dann wirklich halt, wenn man weiterspielt in diesem Modus. Young Masters, thank you for such a wide space to clean. The people here have such clean hearts as well. Tsukiri. Was ist hier mit... Ach, die Kleine hier macht das sauber, oder was? It's nice to make friends that like good clean fun. Tsukiri. Okay. Kaffee. Yo, hier ist was los. Oh, er hat jetzt das Café übernommen. Good evening, boss. We found a strange hooligan trying to turn the café into a second bakery. He was spinning and crying as my man carried him out. We do not predict any further difficulties. Now, please, you have worked hard, boss. Relax and enjoy yourself. Yay. So viele Rekruten. Chillig. Okay. Recommendation. For the young monster, we recommend a blackberry tart. This way, even if you eat it quickly, you won't notice the stains. Okay. Exit. Seems well behaved. Boss, this cafe is so unrefined, so plain. Why don't we make it into an animal cafe? You can be one of the animals too, boss. Nee, lass mal. Lemonade, please. Das kennen wir schon. Okay, das kennen wir alles schon. Dann gehen wir gleich mal zu ihm hier. Good evening, boss. Today's meal is crisped. E2, okay, whatever. Ich habe übrigens gesehen, der Codename von Queen, diese Zahlenkombination, wenn man da die Buchstaben alleine nimmt, dann steht da auch Queen dort. Das ist mir nicht aufgefallen. It's been deep fried with the finest JPEG artification. I hope it suits your palate. Okay. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, auch alles gesehen und gelesen. Ist hier noch was Neues? Nee, ne? Nee. Gut. Dann speichern wir das ganze Zeug nochmal. Muss nur aufpassen, nicht über Queens Mansion zu speichern. Das wäre schlecht. Queens Mansion muss bestehen bleiben, dass wir da nochmal rumgucken können. Auch wenn, egal was ich da ja dann bekomme, ich es ja nicht mal nutzen kann. Was eigentlich blöd ist. Ja, weil... Ja, egal. Newbert's had a wild ride. Time to settle down. Give my riches to the weak. With this windfall, I've ceased to be spherical. Newbert, you're one of a kind. Oh boy, I'm trashy, haha. I bet I'm gonna make a lot of new friends. Oh, who is this guy? He's scary. Können wir jetzt eigentlich hier rein? Das bleibt zu, interessant. So, ist jetzt Queen unten bei dem King vielleicht gelandet? Ah, das ist nichts Neues hier. Nee, er ist immer noch alleine. You may have bested me, but you'll soon face someone more fearsome. More tyrannical than you could ever imagine. Queen? We already met her. What? Wow, nice hamster wheel. So you too have come to humiliate me. No, I am serious, it's cool. That water bottle, however... Do not speak ill of the royal water bottle. It's nothing compared to the one at my mansion. Ah, materialistic as always. Materialism evaluation denied. I simply give myself the treatment I deserve. You slept curled up on a dirty throne every day. Enough, wench! What purpose have you here, Queenie Beanie? Just thought I would send a message, Kingy Weenie. That you don't have to worry about Lancer. I will be looking after him from now on. After all, I am his mother.
When was that decided? Arbitrarily right now. Do what you please with the boy. But if he cries, bounce him on the ground like a ball. I think it is time to abort this conversation. As you wish. Oh, quite sorry, mein King. Queen hath a new man about town now. Who? Yeah, who? I think I left my puzzle on. Was dust? Who was that? That was my son's lesser father. Cannot calculate someone lesser than you. Begun. Bye bye, Kingy Wingy. Toodles. By the way, did you want anything from the store? Cashews. Order processed. Okay, das war interessant. We have nothing to discuss. Ja, okay, alles klar, ciao. Gut, das war doch ein schönes Gespräch mit Queen. Wo auch immer die jetzt herkam, aber hey, sie ist da. So, dann gehen wir mal durch unsere Zimmer. Kann ich jetzt... Ah, hier ist das, was ich geklaut habe. This maybe isn't the best thing in your room. It's a wardrobe full of... Das ist ja nichts Neues. Ja, ja. Ja, also da ist nichts Neues. Das, was Susi geklaut hat, müsste jetzt auch hier rumstehen. Jawohl. Hey, jealous of my cool statue, Chris. Huh, what? No, it's not me, it's just cool. Ah ja, das ist schon cool. Oh, Lancer. Ach, Lancer chillt mit Queen hier. Auch interessant. Susi, Chris, Toothpaste Boy. Queen is teaching me all sorts of things about being a bad guy. She's like, how do I put this? A third father to me. A girl dad, if you will. You mean a mom? Go outside and play, Peach Boy. Okay. Welcome, this entire castle is my new... is now my room. I was going to set up something upstairs. Why, I already have everything I could ever want. Friendship, fans, and a small round boy. Now go and play with your friends, Peach Boy. I keep ending up in this situation. Can't say I'm a fan. Or can I? Chris, do they give Noel my regards? Any leftover regards you can give to Birdly. Okay. Ja gut, ich denke, das waren dann jetzt alle Gespräche, die man führen konnte, ne? Speichern wir nochmal und gehen zurück in die Oberwelt. Ich schätze, es endet wieder so, dass wir nach Hause gehen. Und wahrscheinlich gibt es wieder am Schluss einen Plot-Twist. Aber wir werden sehen. Ist nur meine Prediction. Yo, Elsie, mach's gut, ne? Bis zu Chapter 3. I guess. Hier kann man nicht rein, ne? Nee. Aber das alles jetzt zum Beispiel hätte man verpassen können, wenn man nicht nochmal in die Schule gegangen wäre, I guess. Ah, hier war ich schon. Und als wir jetzt gerade diese Wasserflasche gesehen haben bei King, ist der King? Keine Ahnung, ich nenne jetzt King. Da ist mir eingefallen, die gab es ja auch, so eine Flasche gab es ja auch bei Queen. Von der hat sie wahrscheinlich geredet, aber da kam man nicht dran. Da hieß es, es fehlt irgendwas dafür. Vielleicht gehört das mit zu diesem Secret, was wir suchen. So, jetzt gehen wir hier mal rum und gucken uns mal das alles hier ein bisschen wieder an. Weil ich habe, glaube ich, das letzte Mal, habe ich das nur sehr spärlich angeschaut, was hier alles da ist. Das sollten wir mal dringend nachholen. Oh, hier sind jetzt zum Beispiel Leute. You think it's true? You really think there's... What? You chicken. Haha, you got a beak and wings? Like a chicken? No, just... I ain't afraid. Only kids believe that stuff. But Chris? You gonna be a weenie like Chris? You wanna say that again?
Susie didn't see her there. Wow, really something scary in there, huh? Sounds to me like you'd better worry. About what out there first. What's out here first. Ah! You okay, Chris? What's the deal with this place? Well, you don't gotta talk about it. Na, ich weiß es nicht. It's locked. Okay, das ist wahrscheinlich dann Chapter 7. Ich schätze, das ist irgendwas, was wir zu, ganz zum Schluss machen können. Das war schon das letzte Mal irgendwie mysteriös, aber ich glaube, ich habe da nicht viel gemacht. Na gut. So, hier ist der Friedhof, glaube ich, gewesen. Genau. Gerstenbrum Memorial Bench. Throughout my career, some of my best ideas came from dreams. Take a rest here if anyone asks. Your writing. Chris, welcome. Did you seek something from me? Ach, du grüne Neune. Gerson. It's been a few years since my father passed on. Fans of his famous book series Lord of the Hammer. We still received condolences from then until recently. A brave man, brilliant and sharp. Chris, it is a shame you were not able to have him as a teacher. And difficult for Miss Alphys as his replacement. Let us pray that the angel will smile upon her. Hammer? As per the ritual, a hammer is buried in the earth here. To symbolize his existence. To connect his spirit to the divine. Originally a smith by trade, he began writing history. And made a turn into telling stories. As a means to entertain his children. That such a story created for such a simple purpose. Could blossom into such a large, wonderful, world-changing thing. That is the majesty of words, Chris. My father was blessed to have such a talent for writing. Okay, und was hat er zu Asriel zu sagen? Ah, Chris, your brother, he's a very kind young man. Perhaps even a little in his younger days. He would visit me often to confess to various sins. Despite the absence of sin or confession in our religion. I remember his small face sobbing as he admitted he had dropped the lizard in the pit to jump high. Nearly omitting the fact that he had done so in a video game. He also confessed to various sins on your behalf. Begging for your forgiveness for dropping the lizard on purpose. I would always forgive him and send him home. Okay. Crystal, a snowy gemstone for a proud mother. Muddler, a big bone for the leader of the pack. So, this is your idea of hanging out, Chris. Going to the graveyard. Works for me, I guess. Ja, können wir jetzt den hier noch lesen? Nein, okay, also alles gut. Den will sie nicht lesen. You heard Alvin mumbling to himself as you walked away. Were you proud of me, father? And is it right for this hammer to... What? Hast du noch was zu sagen? Nee, okay. Oh, Jerry, say it again. Say you don't have to go to the bathroom again. Okay, das ist das Gleiche. I'm not Jerry, I'm Terry. I'm super cool. I totally don't have to go to the bathroom. Ja, okay. In die Kirche darf ich scheinbar nicht. Das ist wahrscheinlich auch ein Ort, der irgendwie connected wird mit der Dark World. Ich schätze, das wird wirklich dann viele von den Häusern werden wahrscheinlich mit der Dark World noch connecten. Having a wide open space is great for us kids. Sometimes it's good to get your freak out. We tried to play baseball, but that kid kept dancing in the middle of the lot. I don't feel like there's any way to stop him. Entschuldigung. Bei viel Text muss ich immer gähnen. Nothing like admiring the great paint shop me and my bro did on the one... Oh. Our church! Missed the spot. Okay, kann ich hier rein?
Oh, dang. Well, well, if it isn't the teens, our beloved rats of the city. You wanna get into politics, huh? You better graduate from diaper school first. That's what I did and I look, and look at me now. I don't even work here. Super. Oh, I'm sorry, you're looking for the mayor? She's very, very busy preparing for the festival. Okay, wer ist hier eigentlich? Das wissen wir noch gar nicht, ne? Wer die Bürgermeisterin von diesem Ort ist. That bald guy keeps trying to show me something from his briefcase. Is it a bribe? I'm really deep into politics now. Put me in, coach. Put me in. Okay. Gut, das war Town Hall. So, da drüben waren wir. Hospital. Ja, hier ist auch richtig viel los. Oh, hier geht's sogar... Oh, lol! Hier ist einfach Noel. Silverdrake, I've never beaten this boss before. Alright, hand it over, honey. I got this. No, Dad, this is my battle. So, how about just telling me what to do? Ha, sure, how about trying Fireshock? I'd love to, Dad, but the mage left the party. Oh yeah, how about one of your 99 blaze potions? I'm saving those. For what, your birthday? Come on, live a little. Okay, Dad, this one's for you. Hiya! It reflects fire attacks. Haha, whoops, hey, you got a heal. I wish I knew healing magic in real life. Then I'd make you better and it wouldn't just be me and Mom. Sad. Your mother is... Hey, it's okay, sweetheart, I'm getting better. Might even be able to go to church tomorrow. Really? Are you sure you're okay? Holidays happen whether you like it or not. Even though everyone likes holidays. Well, gotta go home soon or Mom will call. See you tomorrow, honey. Bye, Dad. Love you. Susie, why are you here? Hell if I know. Sorry, guys. This game is only one player. Dad, this is Susie. Oh, this is Susie. Susie, nice. Heard a lot about you. You have? Cool. I think I have to go now. Susie, huh? Yeah. Lay a finger on her and I'll kick your ass. Ha ha ha, just kidding. Well, kinda kidding. Oje, oje. You're good? Sorry, I used up a lot of my energy just now. Probably not gonna be very fun to talk to. Thanks for visiting though, Chris. And you too, Susie. Oh mein goodness, wo sind wir denn jetzt reingestolpert? Look, Chris, can't say much, but Noelle might look like she has it all. But her mother, you know, love her, but she's tough on her. Normally I balance it all out, but I can't do much when I'm not there. But I'm gonna get better. I have to. Oh je, was ist das für die Mutter? What is it, Christmas? Hey, Chris, she's a nice girl, huh? The hell you're taking her here for? Why don't you take her to the movies? Hey, yeah, the hell didn't we go to the movies, Chris? Yeah, and take me too while you're at it. Yeah, Chris, come on. Kettle corn, Chris. Big, don't skimp out. Current situation. Ich trau mir. Oh mein Gott, ich will. Oh, das ist viel zu real. Das ist viel zu real. Oh Gott, wo bin ich denn da jetzt wieder reingerutscht? Ah, seems like I need some more tests. So just gotta wait it out. They can't keep me down for too long, baby. Sooner or later, I'm busting out of here. Ah, ich hoffe ja, ich hoffe ja. Seit your dad ain't much without his main man. Eieiei. Hey Chris, why are you checking the sink? That's what I'm asking, sweetheart. Ja, ich guck gern nur. What the hell is bringing you flowers?
Hey, what's wrong with a married man getting flowers? So your wife gave them to you? Nah, I'm messing with you. Chris' dad did it. Wait, wer ist mein Dad? Ich kenne nur Toriel. Haben wir, ist Eskor mein Vater dann, theoretisch? Aber den haben wir noch nie getroffen hier, oder? Not gonna try to understand this. Ah, halt, kann ich hier die Tafel noch angucken? Patient name Rudolf, Rudy Holiday. Hey Chris, you forgot my name or something? Nee, okay, da steht nichts weiter. Chris, you jealous you don't have your own wall plaque? Amazing what's been done with our taxpayers' dollars, huh? Okay, das ist der gleiche Text. Das war... Das war hart gerade. Uff. It's a diagram showing a bunch of lines and circle. Wer ist hier? Looks like she's resting her voice. Okay. Dann lassen wir sie in Ruhe. Jo, da sind wir einfach jetzt mit zu Noel reingestolpert. Das hätte man komplett verpassen können. The bits of the toy march on. Here to make an appointment? Nah, just here to hang out. I see. Wow, Chris, you can play the piano? Haha, almost thought you were serious for a sec. What's with that pissed off look? Okay. Yo! Hätte man das in Chapter 1 auch schon finden können, dass der Dad im Hospital ist? Ich weiß es gar nicht. Man muss hier wirklich gut erkunden, weil sonst verpasst man hier Zeug. Oh je. Ich habe bestimmt in Chapter 1 hier Sachen verpasst, weil ich nachdem wir die Dark World verlassen haben, bin ich relativ schnell aus dem Spiel raus, glaube ich. Ich glaube, ich bin nicht viel in der Stadt rumgelaufen. Und ich glaube, da haben wir einiges verpasst. Oh, Alphys, hell if I'm going any further. Already close enough to getting banned from school. Don't wanna be banned from outside of school too. That's a thing, right? Na, das kann nicht passieren. Ach, Susie, ist das dein Ernst? Alright, let's go. Alphys, you're on your own. Ach, Susie. Ich meine, ich geht's eh nicht weiter. It says, I mean it. Okay, Undyne, die Polizistin hat mal wieder losgelegt. Ach ja, wir könnten Undyne gleich besuchen. Hi Chris, getting your project done. Oh, my bike, it's totaled. I had a little crash. You see, there was this police officer and it's complicated. How are you doing? Talk about school. Oh, how's your project going with Susie? What? You went to the library together with Noelle and Birdly? That's amazing, Chris. And while you were there, this has nothing to do with me, but the teen zone seems to have some good enemy with you, as you know. Not sure if you and the gang were checking that out as you studied. Next time you go, you might want to casually bring that up among your fellow teens. I know your dad liked Mew Mew too, at least. Again, nothing to do with me. Ha! Okay. Sehr gut. Sehr gut. Chris, it's no secret the police in this town are... how do I put this? Just eye candy, I guess. Wait, that came out wrong. I mean, there's a symbolic, they barely do anything. It's because of the mayor. There isn't any crime. Makes me wonder if she even needs the police. Or if they are just getting in her way? Wer wird die Bürgermeisterin sein? Ich bin echt gespannt, ob wir das irgendwann mal rausfinden werden. Sorry, I'm just saying what you already know. After all, she's your neighbor, right? Ja, Undyne ist meine Nachbarin, das habe ich auch schon verstanden. Okay, das andere ist Lucia. See you tomorrow, Chris. There's no school tomorrow, though. Okay. It's a beaten bike. The horn looks like it might give a honk of despair. Okay. Gehen wir in die Polizei. Jawohl, Undyne. Holy shit, was ist denn hier los? We're the infamous dog burglars. The red-nosed bandits.
We were getting ready to sneak into that big house over the holidays, when we were attacked from the shadows by something merciless. Fearing for our lives, we all ran right into Officer Undine's warm, loving arms. And she suplexed us all into the snow with our tails hanging in the air. Now we are in jail, but at least we are alive. Okay. Plus that nice ghost keeps giving us incorporeally low calorie treats. Then we all howl holiday songs together. Ooh. Okay. You skimmed a news article about Undine. New police chief Undine's explosive debut. Passionate young rookie becomes the new police chief. Though energetic, it may be hard to live up to the legacy. After Escort Dreamer was removed from the force. There's no need to read anymore. Mein Vater, also wenn Asger mein Vater ist, was ich vermute, da Toriel meine Mutter ist. Also Chris' Mutter, nicht meine, na, ist klar. War bei der Polizei und wurde entlassen. Entweder wegen des Alters oder weil irgendwas vorgefallen ist. Ach, guck mal, wer hier ist. Oh no, I accidentally ended up as a police officer. Oh no, I can't quit because my cousins are relying on me. Oh, hey. Don't do anything illegal, please. Okay. Oh, sorry, did I intimidate you too much? Oh, it's okay to do a little crime sometimes. Ja, genau, klar. Like if you eat candy off the floor. Even after 5 seconds, I won't arrest you. Oh, das ist ja gut. Undine, erzähl mal. Get out of the road. Ja, ich bin da gar nicht drauf. Sorry, bad habit. Anything I can help you with, Punk? Lol. Wir können einfach die Dark World ansprechen. Ja, let's go. A super dangerous alternate world in the library? More are appearing? People might fall inside? Haha, listen, Punk. Ha, you seriously think I'm gonna believe that? Haha, Dark World. Seriously. Hey, wait! Yeah, not again. Looks like I gotta go recapture those criminals. Hey, by the way, that yellow glasses lady. Is she your teacher? She kinda had an accident earlier with her, bike. Just wanted to make sure she was feeling better. So, give her this. Okay, lol. Look, get well soon's all the store had. Open it and I'll arrest you. Look, I'll even put a note on it. Now stop interrupting me, I gotta go. Okay. Ha, tatsächlich! Ja, moin! Ich hab da was für dich. Huh? Chris, do you have something for me? Giftschokolade, natürlich. Ja, was soll denn hier Hort? Auf keinen Fall. Huh? Chris, what is that you're giving me? A box of heart-shaped chocolates? One? No, I can't accept that from you. What? It's from the police? You mean she's giving me this, get well soon, gift to my bike? And there's a note on this that says, open this and I'll arrest you, you little punk. Gut, Undine, gut. Chris, I tell her I appreciate it. Super. Habe ich's jetzt noch? Nee, ne? Habe ich ja gegeben. Okay. Yo, was man alles verpassen kann, wenn man nicht durch die Stadt läuft. Insane. Okay. Dann haben wir den Abschnitt jetzt durch. Hier drüben wohnt Sans irgendwo, ne? Da steht sogar Sans dran. Da, fuck, hat er einen Laden? Hey, hey, forgot something? Why, yes, I think I left my ex on the counter. Guess your memory is not what it's cracked up to be. There's really egg on my face now, is there not? You're excused?
Now it sounds as if you're egging me on. Egg on or egg off, I expect a lot from you. Ich geh gleich heim. Fun fact, ich bin daheim. Well, I am exceptional. Escor! Da ist er ja. And don't forget me, your ex-husband. Was? Ex-husband tatsächlich? Aber, also mein Vater, aber nicht mein... Okay. Hello, Escor. Toby, I didn't expect you to see you here, but I have some extra flowers and I was wondering if... Oh, I was just about to go, actually. Aha, oh, sure. Home is where the heart is. Haha. So, when Asriel comes home... Yes, we should all discuss that together soon. Onky donkey, say hi to Chris for me. Of course, have a nice day. Jo, was erleben wir hier alles noch? You know what I want, Bone Man. Vor allem, ich kann das ja alles nicht speichern. Ich habe hier nirgendwo einen Speicherpunkt. Yep, free pickles. Why, thank you. Can I ask, what kind of flowers do you think would make her remember how she felt before? Maybe you should talk to your plants about that. Haha, don't worry, they're the first ones I asked. They're such good listeners, you know, flowers. Well, yeah, nothing like a captive audience. Yes, haha, I even keep them in glass. Like that movie. Yes, it's very similar to that movie. Well, have a good one. Haha, I'm trying. Ja, haben wir gesehen, die Blumen im Glas, die bei Noels Vater waren. Yo, ich geh einfach hier nach hinten und hier spült ewig gleich die Cutscene ab. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Also, woher auch? Hey, Chris, never mind. Yeah, I'm the sicko that looks at all the milks to find the best expiration date. Ey, der bin ich auch. Never mind. You got something about it? Nein. Absolut verständlich. Absolut verständlich. Fühl dich. It's a bunch of cards and heart-shaped chocolates. Get well soon. I'm glad your bike crashed. Sometimes the hoofed girl comes here, opens the freezer door, then stands in front of it, lost in thought. Guess she really likes the cold or waffles. Okay. The sign for Jackington fans seems popular. ISE's Pizza Pin Ups Magazine. Hot and fresh cheese, pepperoni, just like in your dreams. Okay. That stuff it's used, half of. What is it? Trash. You can't reach the top, rendering it impossible to get a basket. You'll never be able to buy something in the state. Oh, it's a rack of candy, jerky and various nuts. See, jerky is candy and peanuts too. Actually, they are legume. Peanuts? Jerky. Okay, wir reden mal mit Sans. Hey, what's up? Kann ich deine Nummer haben? Weil ich habe sie mir in Chapter 1 nicht geholt. I'm sorry. I think. Welcome to the convenience store. You wanna buy something? Put it in a basket and bring it here. In case you didn't know what the store was. Ja, kann ich nicht. Hey, you the boss around here? Me, I'm just a janitor. Then where's the cashier? Cashier, we don't have one. Then who do we buy stuff from? Me. Then that makes you the cashier. Nope, I'm the janitor. I'm just filling in. Are there any other employees? Nope. Then why don't you hire someone else? Why, you think I can afford that on a janitor's salary? See, brother. Sorry, kid, the brother thing's gonna have to wait. How long? Maybe a day, maybe another 2 years. Das ist ein Hinweis darauf, wie lange er für Chapter 3 braucht, wahrscheinlich. Okay. Who's keeping track at this point? Ja. Yeah.
Okay, sorry, ich musste. Sans Nummer. Ach komm schon, kann man das nicht nachholen, wenn man es im Dings 1 nicht gemacht hat? How was your good project? I can give you a ride home in a minute. I am just... Oh, no need. You are still spending time with a friend? Oh dear, 2 days in a row, Chris. Is that a record? Have fun, honey. Be back before sunset. Ah, ich kann die Nummer nicht nach... Ach, das ist doch scheiße. You kids came out of the library, didn't you? Studying? How wonderful. Personally, I hate libraries, but... Ja, but... Libraries are outdated. We have things like newspapers now. Okay. Knock, knock, knock. Faintly, faintly, a trousel growing further away. Okay. Oh, is that a human? If humans are made of bones, where do skeletons come from? Papyrus? Oh. Knock, knock, knock. Hmm, that knocking, it's amateur. You've still got a long way to go. Okay. Knock, knock, knock. Yo, Chris, haha, is that you? Haha. We're not hanging out if Susie's with you. Chris, Susie sucks. Why didn't you stop her? Haha. Wer ist das? Wer ist das? Oh, lol, was ist denn hier für ein Gang? Hey, that's my trash from other people's houses. Like, privacy much. God living with Essie made you weird. Sticker Snicker. Like, little Chrissy, you hear that you, guy at the pizza place. God, what was his name? Pizza Pants? Heard he got, like, a super hot girlfriend. What was her name? Like, ha ha ha. Pizzerina? Ha ha ha. Anyway, what did you like? Wanna talk? Talk? Chrissy, like, guess what? Today I, like, went to the beach to play my uke and, like, guess who's already there? That copycat playing the same song I wanted to play. Oh my god, cat on the beach, grody. Did she, like, get lost looking for the litter box? So, like, I try to, like, play the same song, too. To, you know, assert my ukulele dominance. And we end up, get this... playing the whole song together. Like, oh my god, who does this girl think she is? She thinks she can just, like, harmonize with me? Ugh, I can't stand her. Okay. Susie? Oh my god, it's, like, so sweet you have a nasty, dirty little friend. But, like, this is my polluted alleyway, so, like... I think I might have to go to the mayor and get a traffic sign. That says, like, no plus ones, because, like, okay. Ja, like, alles klar. Like my ass. So. Da haben wir noch den Diner, da haben wir noch Pizzeria und da ist Schluss. I just wanna go home, but I'm still stuck in traffic jam. Even though it's only one other person. Leute. This is a great parking place. I can see myself settling down here. Ja, super. Have fun. Okay, was denn hier alles los? Double Ice Pizza, great. Ice Wolf, big customer. Ice Wolf, maybe only customer. Wow, my coworker seems so energetic lately. I don't know what's happened, but seeing him happy makes me happy too. Oh, a customer, would you like a blue soft serve? Gott, ich kann nicht mehr reden, ey. Little buddy, you aren't gonna believe this. I've got a girlfriend. Asriel, you've got to tell Asriel right now. He's gonna be so proud of me. Huh? What's she look like? Ah, little buddy, how do I put it? I don't actually know, I haven't met her in real life. Okay, Rainer, ist in Ordnung. But from the way she texts, God, little buddy, she must be stacked. Stop conversation.
That's right, we don't need to say anymore. Go ahead and tell Asriel right now. Nee, sorry, mit Leuten wie dir rede ich nicht. Ah, nee. The pizza sauce is boiling red. Burbling, burning like my blood yearns for battle. Ha! I, the warrior, shall show it the wizard's fist. Okay, wir gehen hier ganz schnell raus. Hier sind ganz viele Weirdos. Diner? Go in there if you want, but I'm staying here. Catty's working there today. She hates me. So what if I took Jock Boy's head once? I looked cool. Joggington fans. They're crazy, man. Okay. Ach du Schande. 3 Millionen Menschen zu texten. Puh, let's go. Catty is my friend and I support my friends through thick and thin. Long and short, cold and hot. Whatever shape the world takes, I'll be there. Oh my god, my little sis is so cute in her outfit. Chrissy, like, listen to the song I made about her. Catty's the best, Catty's the best. She curses me every day, glares, cause I'm in her way. Catty's the best sister ever. Ha, anyway, what's up, Chrissy? Talk more. Ich bereue es jetzt schon. Ich muss kurz was trinken. Lasst mich kurz was trinken, Leute. Lasst mich ganz kurz was trinken. Ich will eigentlich die Stadt in dem Part noch durchbekommen. Aber Junge, sind das viele Gespräche. Also teilweise echt interessant, aber teilweise auch so komplett... Ugh. Oh my god, Chrissy, you're not going to believe this. I was at the beach playing ukulele... Ah, das ist die... Okay. Das ist die andere, von der wir gerade erzählt bekommen haben. Like that green alligator, evil neighbor girl... Oh, jetzt fängt die genau... Nein, jetzt fängt die genau so an. Ich geh heim. Oh. Fun fact, bin schon zu Hause. Invaded and started like playing my song with me. Oh my god, like it was so fun. Haha, wait, isn't she like my enemy? Ah. This guy next to me, he's really bulked up. I admire that. I don't know if you noticed, but I've been getting stronger. You could say I'm bulking up for the winter. Catty's family is always asking when her next shift is, so they can come in and cheer her on. Never seen anything like it, but it's kind of nice, isn't it? This is das Catty's family? Woo, Catty, you go, girl! Show those customers who's boss, little lady! Kick their tush, woo, beat them down, you got this! Is das then Catty? Our little Catty, she's doing us proud. Working hard, supporting us. Serving us pickles, terrifying us with their shape. Trying to get us to leave. Proud of her. To tell you the truth, I thought this was the post office. But by the time I realized, I'd already sat down. I'm not hungry, so I've just been telling the waitress I'm still deciding for. A few hours now. How am I supposed to get out of this one? Steh auf, geh raus. What the heck? Just ignore them. I know. They are embarrassing. Why are they even here? Ja, also ganz ehrlich, auf die Familie jetzt gehen ist auch völlig falsch. Cause they care. Then they can care. Somewhere else. What? Oh ja. Ja, da ist so viel Text. Golden hair, starry eyes, she's the light. Laughing in the night. Taught her protection spells. Showed her occult findings. But lately she slips into the darkness. Chris, you walk among the dark. Protect her from Susie. I'm talking about Susie. Ist das die Mutter? Soll das die Mutter? Ist Catty die Mutter von Noelle?
Pure boy, heart of gold. Curiosity high. Intelligence low. Fetches frisbees. Dress him up. Carry in a bag. Precious boy. Don't know why. Family. Dad, mom, sister. Ukulele, football game, soap operas. Nee, das ist nicht die Mutter. Yelling, standing on tables, afraid of vacuums. Stupid, loud, very loud. Chris, you and I studied occult together. Incantation for silence. Find it, tell me. Okay, ich habe nicht alles verstanden, aber es ist okay, I guess. So, dann haben wir aber den Abschnitt jetzt auch durch. Ich hätte aber gerne Sense Nummer, Mann. Es ärgert mich echt, dass wir das jetzt in Part 1 nicht gemacht haben. Na gut. There's some kind of scratching and hissing from inside. There's some kind of scratching noise coming from inside, okay. Knock, knock, knock. What? If you're looking for blue key, they aren't here. Unless you're looking for someone else. Someone else. Fine. Wanna talk to someone else? Here. Oh my, someone's here to see me. It's you again, is it, darling? Oh my, why do you keep coming out to our door? Are you a fan of mine? Haha, as if someone could be a fan of nobody like me. Well, if you're a fan, haha, could I bother you for a favor? Since the internet went down, I haven't had much entertainment. If you have anything entertaining, darling, could you bring it by to me tomorrow? It would mean the world to me, thank you. Okay, also wenn wir irgendwas Unterhaltsames finden, sollen wir es morgen vorbeibringen. Da ich jetzt davon ausgehe, dass es kein Morgen in Chapter 2 mehr gibt, ist das dann wohl was für Chapter 3, was ich komplett vergessen werde. My brother's too old to take for a walk anymore. Huh? I'm aimless. Wish I had someone to whip me into shape. Ribbit. I sometimes hear beautiful singing from the house over here. How eerie. Could it be a ghost? I wanted to buy flowers, but the store's closed. The door around back's unlocked, but I don't think I should go in. Closed. There's a door behind the flower shop, but there's flowers blocking the way. Flower King. Ich frag mich gerade, ob Flowey vielleicht die Bürgermeisterin ist. Also irgendeine weibliche Person muss Bürgermeisterin sein und wir haben fast alle wichtigen weiblichen Personen durch. Aber ist Flowey weiblich? Nee, Flowey ist ja nicht weiblich, ne? Scheiße. Aber wer könnte denn Bürgermeisterin hier sein von den Personen, die wir kennen? Vielleicht kennen wir die Person auch noch nicht. It's your dad's truck. The floor of the... Ach, das ist der Laden von meinem Vater. The floor of the front seat is littered with old papers and country CDs. Ja klar, da hat's ja mit Blumen. Mit Flowers, wollte ich sagen. Mit Blumen hat das ja. So, was ist eigentlich hier? Oh, hey. Listen up. See that weird circle on the beach? Yesterday I waited on it and something weird came out. Of course, it's not yesterday anymore, so too bad. Oder wir können später zwischen den Tagen wechseln. Vielleicht geht auch das. It's a metal picnic table. Damn it, my fingers won't fit through the holes. Ja, das hat man immer versucht, das stimmt. Okay. Soll ich mich? Ich trau mich. Ich stelle mich hin und warte. Aber es ist ja nicht yesterday, also. Ja, shit. Dann hätte ich das in Chapter 1 machen müssen, oder was? Ich meine, ich bin in Chapter 1 hier echt nicht viel rumgelaufen. Das ist das Problem. Ich habe hier echt wenig gemacht in Chapter 1. Das ärgert mich jetzt nachträglich, weil man da wahrscheinlich einiges hätte machen können. It's a broken grill. It smells like burnt cat food. Ich würde es gerne noch schaffen, Noel zu Hause zu besuchen, aber ich glaube, die wohnt hier gar nicht. Wo ist die denn? Cat. Hier ist ja dann Catty wahrscheinlich. There's a cat flap. It's locked. Somehow. Wo wohnt denn da Noel? Ja gut, ich meine, wir haben da ganz viele Häuser, in die wir nicht rein konnten. Und jetzt sind wir wieder zu Hause. It
It's your mom's man. Na gut, aber ich denke, ich habe jetzt wirklich alles in der Stadt geguckt, ne? Chris, you going home? Ja, ich wüsste nicht, was wir noch machen können, also yeah. Ich hoffe, dir hat die Stadtrundfahrt gefallen, Susi. Auch wenn wir keinen Film geguckt haben, aber ich habe kein Kino gefunden, sonst hätten wir einen Film geguckt. Alright. Then, guess it's goodbye for today. See you tomorrow, Chris. Chris, how was studying with your... Why, Chris, is that your friend? Why don't you invite her inside? Chris, I should probably get going, and I was going to bake a pie. Did you want any? Guess I can come over for a bit. Okay, wir bleiben noch zusammen. Cool. Feel free to come in. Oh, excuse me, I am Chris' mother, Toriel. Yes, ma'am, I remember. Oh, you do? And you are Susie, are you not? Remember my name, too? Of course, Miss Alphys is a good friend of mine. She often talks about you. Glad to hear it. Chris, the hell is Alphys saying about me? Susie, why don't you wash your hands over there? Then we can make the pie together. Make it together? But I don't know how to. Do not worry, I can teach you. Okay. Chris, Susie seems like a nice girl. I'm very happy you are friends with her, but... Chris, I heard from Alphys about her behavior. Ah, komm, mach nicht diesen. Mach nicht diesen jetzt, auf Helikoptermutter oder so. If by any chance she influences you, leave the jerk alone, alright? Ja, okay, sie hat's eher scherzhaft gemeint, glaube ich. Hoffe ich. Hands, washed. Wonderful. Now we can... Oh, Chris, how about you show Susie how to bake it? Chris, you know how to make pie? The hell have you made me any dumbass? You pie-hoarding piece of... I mean, excuse me, ma'am. Susie, you can just call me Toriel outside of school. Oh, okay, sweet. Chris? Oh, you need to wash your hands too? Then I suppose I shall teach Susie for now. Susie and I will start getting ready to make the pie. We will? Wait! The hell are you leaving me here with your mom? Is this like a what's called introvert thing? Oh God. It's, the TV looks like it's plugged in, but it's dusty. Hey, what are those metal people shapes in the cupboard? Like handcuffs for a little guy's whole body? Haha, those are for gingerbread, Susie. Gingerbread man and gingerbread monsters, of course. Gingerbread monsters, huh? Cool. Mm-hmm. She's sneaking sugar right out of the bag. Susie? What? My pie, my wools. Got it. Okay, wir gehen Hände waschen. No need for it. Oh, come on. It's the bathroom sink. Will you run the tap? Yes. It started to run. It's making a lot of noise. Also irgendwas muss jetzt ja wieder so Cliffhanger-mäßig passieren. Oh shit. Nein. Nein, Kara, nicht schon wieder. Lass das. Sheesh. Nein, du haust nicht ab. Schlechte Idee. Oh shit.
Oh shit, das werde ich nachher erst sagen. Ich habe gerade eine böse Vermutung. Well, let us get the floor. So that's the spec, and you just... Oops. Hehehe, Susie, you have floor on your nose. Oh, I meant to do that. Thought you would stop to smell the floor, eh? Haha, chew, come on. Now on to the next part. So, where the heck is Chris? Oh, Chris does this sometimes. Well, they should hurry, I'm getting sleepy. Do you know what they call a sleeping Susie? Huh? What? They would call her a snoozy. Okay. then I guess you'd be a snowy? Ha ha, snowy. Snoozy and snowy. you really liked that one, huh? Wasn't it funny? Alright, where the hell is Chris? Toriel? The pie is nearly done. Oh, the sugar. Wait here a moment. I left it in the car. Okay. Er kommt zurück. Und jetzt holt er sich das Herz wieder, oder was? Ja. Shit. 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 Ich hab, wie gesagt, ich hab ne ganz böse. Ich sag's nachher. Ich sag das nachher. Your hands are clean. Oh, fuck my life. Hey Chris, hurry up next time. We're already almost done. So what's next? Oh, the pie. We already worked quite hard, have we not? How about we finish it later? Okay. Then, guess I'll walk home. Oh, no, there's no need to do that. Oh, actually, Susie, would you like to stay over? Huh? I mean, if it's okay, then... Here, look at this. Oh, ich hab nicht gedacht, dass das so lange geht, dass das der Schluss. Jetzt sind wir 1 Stunde 18 drin. Scheiße. Hätte ich echt in 2 Parts teilen können. Our couch is used to being used as a bed. It's not perfect, but we could all sleep out here. That sounds good to me, yeah. Splendid. I will make sure everything is in order. Just call your parents, will you not? Yeah, of course. So what the hell, a sleepover? Damn, I haven't had one of these forever, huh? Hey Chris, it's not like someone has to tell you to sit, right? There, chill out for a sec. So, now what? I got it. Maybe between the pillows here. There, knew I'd find the remote in there. You can always find good stuff wedged in the couch. Jeez, it's dusty. When you last used the thing? Well, who cares? Let's just watch TV. So what are we gonna marathon tonight? Bloody Crusher 3? Hellbusters? Invasion of the Cat Petters? Huh, maybe I see the movies you're... More your speed, huh, Chris? Ha 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 ha. Ha ha ha. It's been a good day, huh, Chris? You, Wellesley, Lancer, everyone. It's just cool hanging out together, right? That's why, you know, don't you think we should try to have them come to our world? Come on, think about how much better it would be. Ja, aber die sind ja in unserer Welt Karten und Dings und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wellesley could do our homework, Lancer could live under your bed.
could all walk to school together. It would be perfect, you know. I mean, we'd be unstoppable, is what I'm saying. Ja, also, ich will sie jetzt aber auch nicht enttäuschen. Come on, let's do it. Yeah, that's the attitude. Ah, what if Elsie became a teacher's pet, though? Or not if, just feels like a matter of time, honestly. Well, whatever, as long as he brings me an apple, too. What, apple shampoo? No, I didn't drink any of that. Well, whatever, let's just get back to watching. So, the festival is coming up, right? The thing where the town becomes a carnival. Oh. Chapter 3 is Carnival. Stupid, right? But say you had to take someone. Noelle or Wellsie? Ah, oh, das jetzt. Wie ist denn das jetzt gemacht? Ah, nee. Also, ich shippe, wie gesagt, Noelle und Susie. Deswegen nehme ich Wellsie. Aber als Freund. Nicht als Ship. What? Why are you saying it so confused? It's not like I meant anything weird. You know what? Forget it. Look, let's just go back watching TV. Now this is what I'm talking about. A giant monster movie special. Always liked them better than the giant human movies. Now this is something we can marathon. Are you ready, Chris? For 12 hours of building, bashing, car crunching action? Cause we are locked in, got it? I better not see you move until your eyes are bloodshot. Now let me just get comfortable here and... Sie schläft gleich ein. There. Es war so zu erwarten. Es war... Das ist genau das Ding. Das ist genau das Ding. Es war so zu erwarten. Susie fell asleep. Und wir auch. Und es wird Nacht. Passiert nochmal was? Oder haben wir unsere Tour schon hinter uns? Officer? Officer? Thank goodness, I finally got through. I thought I saw someone prowling around outside. And when I checked our car, the tires looked like they'd been slashed. Officer, if you could please come over. You will? Soon? Thank you. Ja, das waren dann wohl wir. They are already asleep. Weiß sie etwas? Ahnt sie etwas? Ist sie im Klaren, was hier passiert? Oh shit, oh nein, 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 Quiz. Oh no. Oh no. Fuck. Ich wusste es. Ich wusste es. Das ist... Oh nein, das ist genau das, was ich sagen wollte. Wir sind der Neid. Scheiße.
Ja, das klingt überhaupt nicht cursed, das Lied jetzt. Oh Gott, nein. Wow, das war jetzt ein Part. 1,5 Stunden. Scheiße. Das hätte ich aufteilen sollen. Aber ich habe das nicht gedacht, dass das so viel noch ist nachher. To be continued in Chapter 3. In 2 years oder so. Oh Gott, nee. Ja, aber jetzt bin ich böse hooked. Jetzt bin ich noch viel mehr hooked als vorher. Oh mein Gott, ey. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, das Blöde, dass wir hier halt noch Sachen übrig haben, die wir noch machen müssen. Aber das gar nicht mehr dann hierhin übertragen können. Also selbst wenn wir da irgendwelche Items bekommen, haben wir sie halt hier, aber nicht mehr hier. Das ist ein bisschen doof, aber naja. Muss ich erstmal gucken, wie weit ich da noch... Und was ich mir auch überlegen muss, ich habe es zum Beispiel bei Chapter 1 so gemacht, dass ich auch einen Durchlauf gemacht habe, wo man böse war, also wo man attackiert hat, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier auch noch mache. Könnt ihr schreiben, ob ihr das sehen wollen würdet? Was ich auf jeden Fall noch mache, ist, ich versuche noch die Secrets hier zu finden, die es da gibt. Aber ansonsten denke ich, wir lassen es dabei. Aber ja, wir sind es, die diese Fontänen erstellen. Ich hab's mir in dem Moment, wo Chris sich aus dem Bad bewegt hat, da habe ich mir gedacht, oh shit, das letzte Mal, als er sich das Herz rausgerissen hat, das war ja auch irgendwie so in der Nacht, das haben wir zwar nicht gesehen, aber dann ist er da nämlich auch rumgelaufen und hat in dem Moment in der Cyberworld die Dark Fountain erschaffen. Und Dings hat's ja auch gesagt, Queen hat's ja auch gesagt, das war jemand mit einem Messer, der das in den Boden gerammt hat. Ja, scheiße. Heißt es jetzt, die nächste Dark World ist in unserem Haus entstanden? Oder so? Oder bricht jetzt unsere Welt hier komplett zusammen? Das gibt jetzt so viele Möglichkeiten, wie Chapter 3 laufen könnte. Oh, ich hab Gänsehaut, Leute. Ich hab Gänsehaut. Puh, das war krass. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.